So, ich schreibe so sarkastisch. Ich bin stolz auf dich. Hast du geschafft, endlich glücklich sein, weil ich Profilbild von ihr gesehen habe, dass das Profilbild bei Doro ist. Das heißt wieder zu Mutti. Und Mutti ist ja bekannt bei Schwarzen in Dortmund. Doro. Naja, ich habe letztes Jahr zu dieser Frau gesagt, wie du so lebst mit Halligalli und nicht um das Leben kümmern. Weißt du, das bringt nichts. Ne? Aber sie will machen, was sie will, Party. Ich weiß nicht, ein Kind ist nur so schön Schutz, wenn was passiert, zack, Frauenhaus. Mit Kind müssen die ja nehmen. Ne? Und Geld kriegst du so oder so, musst ja auch nicht arbeiten. Ja? Dann nebenbei auch schwarz arbeiten. Das ist das Leben von vielen Weibern, die ich gesehen habe. Ja, dann geh doch endlich zum Test. Oder warum gehst du nicht hin, weil es dein Sohn ist? Und du dann die Scheiße am Dampfen hast, weil du gelogen hast? Genauso wie du dich bei mir reingehackt hast und alles. Also bitte, Gab. Sie ist immer noch in ihrem Film. Ja? Die ganze Arschficking mit Elvis und so. Nö. Hat sie vergessen. Dass der Hakan, ja, sogar wusste, dass sie schwanger ist, bevor sie mich überhaupt dass wir gefickt haben. Ja? Dass die Britta schon vorher wusste, dass sie schwanger ist, bevor sie überhaupt mit mir zusammengekommen ist. Das vergisst sie immer. Und das ist halt diese Taktik. Ich nix Deutsch. So wie Oberstaatsanwalt in Schleswig-Holstein. Ich kann mich nicht erinnern. Ich schon, Dr. Ranger. Ganz gut. Gabriel, ich brauche kein Geld von dir. Meinetwegen geh in ein anderes Land den Vaterschaftstest machen. Es wird aber nichts an den Tatsachen ändern, dass du der Vater bist. Ja. Von daher, ich brauche da keine Angst zu haben oder sonst irgendetwas, weißt du? Ich glaube, Bla du kennst bla. mich gut genug, so wie ich dich kenne und. Nur diese Verhalten, das bis Inge weg, war ich blockiert. Kein Kontakt, lässt sie auf und sie weiß ja ganz genau, dass ich alles kontrolliere, beobachte, was da passiert. So. Interessieren mich diese Kakerlaken? Auf einmal sind die Das ist doch Kakerlaken. nicht mein Problem. Nach Verhandlung 12.06. haben die Bild gemacht zusammen. Habt ihr gesehen mit Danny Faumann, mit Hisham Bekuri und so der Rest von dieser Drecksbande. Haben die Love Story gemacht, ja, Freunde fürs Leben, ja, haben wir alles gesehen. Jetzt auf einmal sind die Kakerlaken. Ich kenne die alle noch nicht mal, also von daher. Diese Anzeige Beweise, machen können die hol schnell. dir deine Beweise so viel du willst. Wie gesagt, später wirst du den Kleinen alles erklären müssen. Und lass mich bitte auch mit deinen komischen Rockerfreunden in Ruhe und alles, weil ich habe mit denen nichts Elvis, zu tun. Arschficken, nichts zu tun. Wenn irgendetwas ist bezüglich Papiere oder wenn es um den Kleinen geht, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich bin froh, dass ich Ansonsten lass dich mich weg bitte habe. mit den Sachen in Ruhe, okay? Weil seit einem Jahr terrorisierst du mich, belästigst. Terrorisierst, belästigst du mich. Aber warum sagt sie nicht? Wie kommt sie, dass sie die ganze Zeit mit Elvis Bandito Sajat abends fickt? Ja, im Arsch. Minirock, ja. Ja, hat sie vergessen, letztes Jahr, so 25.07. war SEK wegen versuchtem Mord. Das vergiss sie. Ich nicht. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Du sagst, ich habe dich ständig angezeigt. Du hast eine einzige verfickte Anzeige von mir. Eine wegen versuchtem Mord. 10 Jahre, Vitamine funktionieren, Knast. Nur eine Anzeige. Was sind das für Ratten? Diese Ratten sollen weg von mir bleiben. Solche Ratten bringen uns in Knast. Ja? Die Arschficken bei Banditos, V-Männer, ja? Und ruinieren dein Leben. Verstehst du, was ich meine? Und das will ich nicht, dass du bei solchen Leuten Falle reinfällst. Ja?
gehabt. Wenn ich doch so ein Arschloch wäre, dann hätte ich das noch mit Hörde erwähnt, mit Kilb und so weiter und so fort. Du weißt. Ja, habe ich ja gemacht. Warum ich aus Kilb gehe, ja? Warum ich zu dieser Drecks gehe und da, ja, Bier trinke? Weil ich genau wusste, ja, wenn die mich wieder, wie damals, in den Knast stecken wollen, ja, müssen die ja wieder irgendwie Beweise sammeln oder, keine Ahnung, mich anhängen, irgendwas. Alles gehört denn ja, interessiert mich nicht. Das ist Laden von Döge, Undercover. Was sie da machen? Linda Weiß, Haus Kilb Hörde. Verfassungsschutz, Linda weiß sehr viel über mich. Von Haus Kilb und Hörde. Linda, hat sie gesagt. Was ich meine, oder in der Münsterstraße, das weiße, das bin aber nicht ich, weil ich keine Lust auf Stress habe. Ich habe keine Nerven dafür. Ich habe zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss, und damit hat sich das. Mhm. Ich finde, du bist einfach perfekt, ist auch kein Problem. Ich bin auch so stolz auf dich. Ich verheiße dir. Und ich bin auch so stolz auf mich, weißt du. Ich kämpfe gegen Feinde von das Kind, ja. Und ich mache auch dabei Videos, ja, wie gewisse Personen so Arsch gefickt haben von Banditos und so weiter, weißt du. Ich habe Gott sei Dank alles in Videos und ich werde als Erziehungsmaßnahmen später auf jeden Fall dieses Kind zeigen. Ne? Eine richtige Zeit, wenn er 18 ist und so. Ne? Er muss auch lernen, wie eine fremde Person vor Kind von Elvis gekämpft hat. Verstehst du? Dass dieses Kind nicht wie Julian wird. Ja? Dass nicht da ist und keine Sorge recht, höre ich nicht von dir, aber ich weiß, dass du keine Sorge recht mehr hast. Schlimm. Diese Menschen sind schlimm, ja. Die denken, die sind sehr Vitamine und so, ne? Vitamine sind gut, ja. Wie gesagt, alles gut. Ich finde, du bist einfach perfekt, ja. Und ich bin nicht perfekt, ich bin krank, weißt du, und passt einfach nicht zusammen. Ich möchte nicht so viele perfekte Menschen in mich haben. Nee. Ja? Nie wieder. Und alles andere gibt es Anwälte, ja. Körperlicher Kontakt, nein, möchte ich nicht, ich will auch euch nicht mehr sehen. Ja, das Kind kannst du behalten. Von ihr, ja. Und alles easy peasy, ja. Ich warte so auf Vitamine von Bandito Nureddin, Bandito Elvis, Bandito Döge. Ja, die Vitamine halt warte ich noch. Wenn noch nichts kommt, so, und dann, ja, werde ich halt gucken. Ja, was ich alles so mache. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst oder so, kannst du gerne schreiben. Wenn ich kann, werde ich helfen. Wenn nicht, dann kann ich nicht. Im Moment bin ich sehr krank, durch Intrigen von Parasiten, ja. Aber wie gesagt, das sind alles nicht deine Probleme. Alles wird gut. Guck mal, die sind so blind in Seele, weißt du? Wegen ihr ist alles angefangen, dass sie mich angezeigt hat bei Polizei, Frauenhaus nach Berlin gegangen, ja. 300 Euro von Polizei bekommen, ja, und dann hat Urlaub bei Schwester gemacht und ich sollte SEK bekommen und Danny, ja, und diese Danny V-Mann hat meine Kette kurz davor geliehen, ja, dass er am Wochenende irgendwo DJ posen kann, ja, und dann hat er mir auch geklaut, diese Kette, was er anhat. Guck mal, diese Chefkoch, wo ich, diese, ich konnte nicht mehr kochen, ihr könnt nicht kochen. Guckt ihr diese Video, da diese Kette, das ist meine Kette. Ja? Eiskalt hatte mir geklaut, weil die wusste ja von Linda, dass ich bald in den Knast gehe. Wegen versuchter Mord. Ja? Solche Sachen vergessen die. Ja? Ich will einfach wissen, warum.
Wer hat beauftragt? Nicht wie 2012. Dr. Range, nein, nein, nein. So, ich habe dann geschrieben, doch, ich habe alles selbst veröffentlicht, Mädchen. Ausgiebig, Kursverkaufsstelle von Daddy Doggy Style. Du, alles gut. Ich liebe euch. Ende gut, alles gut. Mamushi, Google-Achse, Danny V-Mann in Ostbell. Du hast vergessen. Oh, ich doch nicht. Also, morgen mit Minirock wie immer. Arschficken, Elvis, Daddy, Willi. Ach ja. Und dann hat sie geschrieben, das hört sie nicht. Diese Wahrheiten, die Taten, die sie gemacht haben, sehen sie nicht auf einmal. Ja? Hast du Langeweile? Ich habe keine Zeit für dich. Aber schreibt so viel. Das Schöne ist, dass ich dich bei Housekilp auf Kamera aufgenommen habe. Verstehst du? Wie du auf der Straße gestanden hast und diesen, ich keine Ahnung, wie der da heißt. Ja. Kuschel, fluschel, flauschig, flauschig, ne? Eher flauschig. Aufnahmen von Nadine Attar, wie du sie geschlagen und genötigt hast und ihr beigebracht hast, Drogen zu nehmen. Staatsanwalt Dr. Range, ja? Linda sagt, ich habe diese Taten gemacht. Ich möchte gerne Willi auch dabei haben. Okay, vor Gericht, ich will Willi dabei haben, wenn diese Frau diese Aussagen nochmal erzählt, ja? Mit dir anschaffen warst, ja, Gabriel, das sind alles so eine Sachen, weißt du, da, ja. Hast du ja gemacht, nicht ich, ne? Ja. Vergiss nicht, ich hatte den besten Lehrer gehabt. Du warst mir echt ein gutes Vorbild, was sowas angeht. Von anderen Sachen kann ich da leider nicht sprechen. Aber so Überwachung und Aufnahmen und so. Warum nicht? Ja, hast du mir echt viel geholfen. Ja. Das Beste ist das Video, wie Ayla bei dir zu Hause war und du sie gewürgt und geschlagen hast. Uff, 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 uff. Dr. Range, Linda hat gerade gesagt, Ayla. Sehr geehrter Herr Dr. Range, ich möchte gerne Eiler auch vor Gericht haben, weil diese Frau 1200 Euro Eiler, eine Iranerin, erpresst hat mit Nacktbilder, die Jacqueline, während Linda Eiler bei sich zu Hause hatte, neben dieses Kind Koks gezogen haben, ja, und dann diese Frau haben die besoffen gemacht, von ihr Nacktbilder gemacht, ja. Anderer Tag haben sie Eilar erpresst, 1200 Euro hat sie bekommen, weil sie Linda Haftbefehl von Berlin hatte. Das hat sie vergessen. Kein Problem. Wegen ihrer Ratenzahlung habe ich Brief an Staatsanwalt Berlin geschrieben. Hat sie vergessen. Kein Problem, Linda. Alles kannst du vor Gericht sagen. Ich will gerne diese Videos alle sehen, Dr. Range. Ja? Das sind deine Vitamine, die du bei Volk hast und Menschen durch diese Huren und so weiter in Knast steckst. Falsche Anschuldigungen, falsche versuchte Mord, bla bla. So.